Good morning, this is Women Legs, we don't want to die in hospital. Bonjour, monsieur, dames, c'est les femmes et les œufs, on ne veut pas mourir à l'hôpital. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Es geht um Patientenverfügung. Ich hatte über das BGB gesprochen und wir sind im Kapitel Patientenwille als Maßstab aller Entscheidungen im Heft Patientenverfügung der Verbraucherzentrale NRW. Das gibt es in der 19. Auflage für 9,90 Euro. So, Situation 1 war Einwilligung in eine planbare Maßnahme. Situation ist 2 ist erste Hilfe im Notfall. Situation ist 3 ist aktive Sterbehilfe. Da gibt es wieder einen Text zum Thema aktive Sterbehilfe. Da steht aber nicht genau, wo dieser Gesetzestext zu finden ist. Ich habe aber eine Vermutung, ich werde da nachschlagen. Dann werde ich den auch vorlesen hier. Es gibt auch hier einen Verweis auf das Strafgesetzbuch, die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung. Ich habe ein aktuelles Strafgesetzbuch da von Walhalla. Ich werde nachschlagen. So, Situation 2, erste Hilfe im Notfall. In akuten Notfällen, zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall, wird der Arzt häufig kaum die Möglichkeit haben, den Willen des Verletzten zu erforschen, sondern er wird schnellstmöglich Hilfe leisten. Steht auch im BGB, dass das so erfolgen soll. In diesen Fällen wird später zu entscheiden sein, ob und welche Bedingungen lebenserhaltende Maßnahmen, zum Beispiel eine künstliche Beatmung, weiter durchgeführt werden sollen. Dies kann dann sogar den schnelleren Tod zur Folge haben. Okay. Also, im Notfall leistet ein Arzt natürlich erst erste Hilfe, bevor er nach dem Patientenwillen forscht. Das erfolgt dann später und wenn der Patient das nicht möchte, werden diese lebenserhaltenden Maßnahmen, zum Beispiel künstliche Beatmung, dann auch eingestellt und der Patient stirbt. So verstehe ich den Text. So, das war's. Ich trinke Milch, Kaffee und dann geht's mit Situation 3 weiter.